Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Support von PlayStationInfo.de und das ist der Wochenrückblick Kalenderwoche 49 und das war eine sehr, sehr lange Woche, weil die PlayStation 5 war diese Woche wieder erhältlich und es war auf jeden Fall echt viel los und ich habe mitbekommen, viele haben die PlayStation 5 sich jetzt sichern können und ja, ich habe hier alles irgendwie solo gemacht und das war halt teilweise echt heftig und ihr wisst ja, die ganzen Bots-Geschichten, Server-Downs und so weiter und so weiter. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, bei Amazon und bei GameStop hat das relativ gut geklappt mit der PlayStation 5, dazu haben wir aber auch einige Artikel. Gut. Fangen wir aber nun mit News Nummer 1 an, und zwar Fortnite Kapitel 2 Season 5 Nullpunkt beginnt heute bzw. diese Woche. Und in diesem Kapitel sind zum Beispiel auch ein paar Star Wars Figuren dabei, und zwar der Mandalorian mit Baby Yoda und sieht sehr lustig aus. Ich persönlich bin kein Fortnite-Spieler, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Allerdings News Nummer 2 ist mit einem kleinen Schmunzeln zu sehen, weil World of Tanks Chuck Norris kommt mit Roundhouse Kicks. Ja. Yeah. Chuck Norris ist irgendwie bei World of Tanks und zu einem Weihnachtsevent. Ihr könnt ihn dann auch später irgendwie freischalten für euren Panzer und so weiter und so fort mit Skins und. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und man merkt auf jeden Fall, dass die Macher von World of Tanks eine ältere Garde sind. Ich feiere es irgendwie. News Nummer 3, das feiere ich weniger. Fallout 76, Stehlende Dämmerung, Enthüllungstrailer veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch noch Fallout 76 spielt, also ich definitiv nicht. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es irgendwann mal wieder einen richtig guten Fallout-Teil geben wird, weil wie gesagt, Teil 4, Masse. Auf jeden Fall gibt es was Neues, kostenloses zu 76, könnt ihr euch mal angucken und ja. News Nummer 4, PlayStation 5 bestellen, es tut sich was, vierte Vorbestellerwelle, die war ja quasi jetzt diese Woche. Und wir reden dann also in der Zukunft von der fünften Vorbestellerwelle, die ungefähr zwischen dem 12. und 15. Dezember laut unseren Informationen kommen soll. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall im Dezember nochmal eine Gelegenheit haben, die PlayStation 5 euch sichern zu können. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, ich habe da sehr, sehr konkrete Informationen. Und ja, diese Woche, wie gesagt, also beziehungsweise letzte Woche, je nachdem wie ihr es dann hört, also Kalenderwoche Nummer 48, gab es halt auch schon wieder eine Welle und ja, heftig. Also es wird immer mehr und mehr und mehr PlayStation 5 erreichen ihre Gamer. News Nummer 5, Cyberpunk 2077 Fotomodus mit Audiobotschaft. Cyberpunk 2077 ist teilweise schon ausgeliefert worden, habe ich mitbekommen. Da gibt es halt jetzt ein bisschen Marketing und dann werden irgendwelche Botschaften verteilt. Wahrscheinlich irgendwelche kostenlosen DLCs, Events und so weiter und so fort. News Nummer 6, Uncharted, erster Trailer zum Film bei den Game Awards 2020. Die Game Awards finden bald statt und es könnte sein, dass wir da den ersten Trailer, Teaser zu dem Uncharted-Film sehen. Bin ich mal gespannt. News Nummer 7 und das könnte schon interessant sein. Wie einige von euch wissen, hat der Rapper Travis Scott eine Kooperation mit Sony PlayStation. Ne? Darum geht es auch um irgendwelche Sneaker, Werbung und so weiter und so fort. Wiederum hat auch, hat auch jetzt eine Kollektion bei Snipes, ich komme gerade nicht drauf, der sich mal für einen Amerikaner ausgegeben hat, aber er ist eigentlich ein Engländer. Kommt gerade nicht. Dollar Sign heißt der. Auf jeden Fall gibt es ein paar Kooperationen mit Rappern und die Kooperation mit Travis Scott, die scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, auch sehr erfolgreich zu sein. Und es sieht so aus, als würde die erste PlayStation 5 Sonderedition, also customized designed, wohl eine von Travis Scott sein. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich persönlich würde es cool finden, weil ich die Musik ganz cool finde, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der Geschmack für der breiten Masse ist. Wir werden es sehen. So, Freunde, das war jetzt auf kurz der Wochenrückblick Kalenderwoche Nummer 49. Ich bin alle. Bis zum nächsten Mal. Besucht PlayStationInfo.de. Haut's rein. Tschüss.